Auf meiner For You-Page sehe ich gerade ständig solche Videos. If I pay for something in cash, it feels like I got it for free because it didn't reduce my bank balance. Even like tickets that I buy months in advance. I show up to the concert and I'm like, this was like a free concert, right? So wie ich das verstehe, ist alles for free, wenn ich es bar bezahle. Oder man vergisst einfach, dass irgendetwas mega viel gekostet hat. Dann ist es einfach umsonst gewesen. Für mich klingt das irgendwie sehr weird. Denn schaut man einmal nicht hin, hat man vielleicht mehr ausgegeben, als man eigentlich wollte oder kann. Denn wenn man kein Geld hat, kann man es ja auch nicht ausgeben. Oder? Oder? Vor allem durch Buy-Now-Pay-Later-Zahlungsmethoden kann man mega schnell den Überblick verlieren. Und im Worst-Case hat man dann im jungen Alter schon krass viele Schulden. Und durch TikTok könnte man das Gefühl bekommen, dass es cool ist, Schulden zu haben. Dazu aber später mehr. Warum diese Videos viral gehen, wie das alles angefangen hat und wie gefährlich diese Trends werden können, schauen wir uns heute an. Also holt euch ein Wasser und let's fetz! Hier ist Bargeld kein echtes Geld, der Kauf im Sonderangebot ist eine Form des Sparens und kosmetische Eingriffe sind eine Investition in die Zukunft. Here's a list of things that I firmly believe because of girl math. Anything under $5 is free. Anything I buy with a gift card is free. If I buy something but then I return it, I've made money. Und ja, diese Begründungen sind ultra absurd. Also sorry, ich war noch nie gut in Mathe, aber die Logik hinter GirlMath macht weniger Sinn als die Textaufgaben, wo es hieß: Tim hat zwei Äpfel, er schenkt einen Lisa, wie viel wiegt der Sand im Sandkasten? Hier mal ein paar weitere Beispiele. Bei GirlMath geht man nach der Theorie, wenn etwas im Angebot ist, dann musst du es kaufen, weil sonst verlierst du Geld. Das macht ja gar keinen Sinn. Oder wenn du was umtauschst und dann Geld zurückbekommst und dann nochmal was kaufst, was mehr gekostet hat, dann hast du trotzdem einen Schnapper gemacht. Hä? Naja, Beispiel. Returned something at Zara for $50, bought something else that was $100. It only cost me $50. Girl math. Oder du machst quasi Gewinn, wenn du Sachen doch nicht kaufst oder bezahlst, die du eigentlich geplant hattest. Also sowas. If I was gonna get my nails done for 500,000 rupiah, but I cancelled last minute, now I have an extra 500,000 rupiah to spend. Angefangen hat das alles als Scherz im Radio. Jetzt ist es ein riesiger TikTok-Trend mit Videos mit Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen Views. Ja gut, am Ende landete auch der Ausschnitt aus der Live-Sendung auf TikTok. Aber in der Show selbst haben die Moderatorinnen gemeinsam mit den ZuhörerInnen ihre teilweise viel zu hohen Ausgaben für Luxusartikel thematisiert und versucht irgendwie zu rechtfertigen. Andere Frauen riefen dann während der Sendung an und es kam dann dazu, dass immer absurdere Erklärungen gesendet wurden. Und dann entstanden Challenges, die viral gingen. Eine Hörerin rief an und fragte, wer ihr am besten rechtfertigen könnte, dass sie von der USA nach Australien fliegen würde, um 4 Konzerte von Taylor Swift zu besuchen. So, do you mind telling us how much this cost you? No judgment. Accommodation, flights and the 4 tickets. Would be a total of 5,600. In der Radiosendung ging es wild weiter. Beispielsweise wurde ein Kleid, was $330 gekostet hat, runtergerechnet nach dem Prinzip Kosten pro Tag. Also umso öfter man etwas trägt, umso weniger kostet es. Weil schau dir mal den Preis pro Tag an. Wenn du es ein Jahr lang jeden Tag tragen würdest, das wäre ja nicht einmal ein Dollar. Andere rechnen pro Kompliment. Bei vielen Komplimenten bezahle sich das Outfit ja von alleine. Und ja, Kosten-Nutzen-Faktor kann ein wichtiger Punkt sein, vor allem dann, wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, ehrlich zu sich ist und realistisch einschätzen kann, wie oft man es tatsächlich trägt. Erstmal sollte man sich fragen, wie lange man für das, was man kaufen möchte, arbeiten muss. Und ist es dir die Arbeitszeit wert? Überlege, wie oft man das neue Teil trägt oder nutzt. Nimm den Kaufpreis und teile ihn durch die Anzahl der Nutzungen. Stimmt das Verhältnis? Ein Kleid für 20 Euro ist vielleicht erstmal günstig, aber wenn du es halt nur einmal trägst, ist der Cost per Wear 20 Euro. Kaufst du ein paar Schuhe für 100 Euro und trägst sie mindestens 50 Mal, liegt der Cost per Wear bei 2 Euro. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ey, die erzählt mir gerade genau das gleiche wie in den TikToks. Aber der Unterschied ist, dass man bei GirlMath versucht, den Betrag so klein wie möglich zu rechnen, dass man denkt, ja, eigentlich war das ja gar nicht so teuer und man sich dann einredet, dass man gar nicht so viel Geld ausgegeben hat. Dann verliert man eben schnell den Bezug zum realistischen Cost per Wear.
Ob jetzt all diese TikToks zu GirlMath ernst gemeint sind und die Person wirklich so denken, das lässt sich nicht beweisen. It's essentially fun logic. Journalistin Lindsay Stanberry sagte in einem Interview Folgendes zum Trend. Ich zitiere. Die Frauen, die den Trend ins Leben gerufen haben, sind urkomisch und es ist sehr witzig und sehr augenzwinkernd. Und das ist großartig. Aber es kann schnell dazu führen, dass es als Darstellung verstanden wird, dass Frauen nicht wissen, wie sie ihr Geld verwalten sollen. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. GirlMath zeigt, Frauen geben ihr Geld für unnötiges Zeug aus und reden es sich schön, dass es ja gar nicht so teuer sei. Von Männern hört man sowas eher selten in der Öffentlichkeit. Ist das wirklich so ein reines Frauending? My boyfriend doesn't understand GirlMath. I just called him and I told him I just made money at Lululemon. And he was like, what do you mean? What are you talking about? Was glaubt ihr? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich glaube ja, dass Männer auch manchmal genauso denken. Dieser Trend verstärkt eben genau das. Frauen können nicht mit Finanzen umgehen. Und noch ein Vorurteil, was mitbestärkt wird. Frauen können nicht rechnen. Frauen und Finanzen? Women. Das Meme wird ganz gerne verwendet, um sich über Frauen lustig zu machen. Hier mal ein paar Beispiele. Ha, women. Women. Mal ganz ehrlich, warum wird sich in solchen manchmal etwas tollpatschig wirkenden Momenten von Frauen immer direkt aufs Geschlecht bezogen? Als ob nur Frauen etwas Dummes passieren kann. Genauso gut könnte man Videos von Männern finden, denen was Blödes oder Komisches passiert und das mit so einem Meme untermalen. Wenigstens sagen sie noch Woman anstatt Girl oder Mädchen. Weil, weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn ein Mann zu mir Mädchen sagt, dann korrigiere ich gerne und sage, dass ich eine Frau bin. Diese Trends, wie jetzt auch GirlMath, heißen auch gefühlt immer irgendwas mit Girl, obwohl es um Frauen geht. Sollen wir uns das in einem Video nochmal genauer anschauen? Schreibt's mal in die Kommentare. Tickets für die Eras-Tour von Taylor Swift zu kaufen oder für die Renaissance-Tour von Beyoncé, dazu dann noch die passenden Outfits, das ist nicht ganz billig. Aber Leute, man muss ja auch mal was für sich machen, oder? Dieses Gefühl ist nämlich gleich das nächste Problem. Durch diese Treat-Kultur und dem ich tu mir was Gutes und dem ständigen Abstempeln mit dem Argument Selbstfürsorge, man gönnt sich ja sonst nichts, das verleitet uns halt krass dazu, Geld auszugeben. Oder wie Psychologe Brett Klontz sagt, ich zitiere, wir sind alle anfällig dafür, uns finanziell zu zerstören. Weil man sich für Konzerttickets oder die neue Uhr rechtfertigen muss, wenn man es sich nicht leisten kann. Trotzdem gönnen wir uns diese Sachen, um dazuzugehören und um angesehen zu werden. Erst einmal sollte man verstehen, dass wir in einer Zeit leben, wo Firmen gezielte Marketingstrategien einsetzen, um Produkte zu verkaufen. Liegt ja auf der Hand. Durch das Internet ist das natürlich viel einfacher als früher in Katalogen und TV-Werbung. Apps wie Shein oder Amazon sind so aufgestellt, dass sie dir immer neue Sachen oder Rabatte vorschlagen, die dir gefallen könnten. Noch 20 Euro mehr, dann bekommst du die Lieferung for free. Und wenn es nach der GirlMath-Denkweise geht, dann heißt das I would buy more stuff I don't need and spend even more money just to avoid paying for shipping and delivery fee. Und es hat sich auch das Konsumverhalten verändert. Früher galt, dass uns Sparsamkeit sozial nach vorne bringt und es eine Erfolgsstrategie fürs Leben ist. Influencer suggerieren uns, dass das Gegenteil der Fall ist. Konsum bringt uns gesellschaftlich nach vorn, sagt Carl Tillison, der Trendforscher ist. Und ich kenne das auch von mir, wenn ich ein cooles Reel mit einem nicen Outfit sehe, dass ich schnell auf Online-Shops nach diesem einen Rock suche. Selten kaufe ich dann was, weil ich mittlerweile auch einfach weiß, dass es ein Impulskauf wäre. Aber mal ganz ehrlich, Shoppen fühlt sich halt schon auch verdammt gut an. Und irgendwie finden wir es ja auch witzig oder vielleicht sogar ziemlich befreiend, uns unsere Ausgaben schön zu reden. Oh my god, sis. Yep. I think I figured it out. Erzähl mir mehr. You know why us girls have a shopping problem? Ja, tatsächlich, weil... It's because us females do maths differently than the male species. Weiß ich jetzt nicht. Mathe ist ja für alle gleich und für jedes Geschlecht. Das Shopping-Problem kommt eher davon, dass beim Shoppen die gleichen Dinge im Hirn abgehen wie bei Drogen. Unser Gehirn wird belohnt. Meine Lebenseinstellung ist eigentlich, wenn in den nächsten 20 Sekunden meines Lebens nichts Spannendes passiert, dann bestelle ich mir Klamotten, mir egal. Auch wenn das Thema Kaufsucht hier ganz witzig dargestellt ist, ist es das eigentlich nicht. Kaufsucht findet in unserer Gesellschaft oft weniger Beachtung
Entwicklung als andere Süchte. Denn Kaufen und Konsum sind anerkannt, oft notwendig und wirtschaftlich ja auch erwünscht. Meistens ist es bei mir so, das ist toll, jetzt kaufen. Dann sehe ich vielleicht nochmal fast dasselbe Ding, dann gehe ich wieder auf jetzt kaufen. Ich habe dann einfach teilweise nicht die Fähigkeit, dass ich nochmal das hinterfrage, ob ich es wirklich brauche, weil es sind ja nur 5 Euro oder es sind ja nur 10 Euro. Aber mach das mal 10 Minuten lang, eine Minute bei jedem Stück, dann hast du schon 100 Euro wieder zum Fenster raus. Wenn man die Kontrolle beim Einkaufen verliert und Kaufattacken hat und das Kaufverlangen extrem hoch ist, man Sachen en masse kauft, die man eigentlich gar nicht mehr braucht, dann kann das eine Kaufsucht sein. Bisher wird das als Störung der Impulskontrolle benannt, aber man spricht auch darüber, ob man es als Verhaltenssucht benennen soll. Aber selbst ohne krankhafte Kaufsucht hat sich das Konsumverhalten in den letzten Jahren schon krass entwickelt. Wenn wir uns zum Beispiel den Konsum von Klamotten anschauen, die Deutschen kaufen ca. 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr und tragen diese nur noch halb so lang wie vor 15 Jahren. Durchschnittlich werfen Menschen in Deutschland 4,7 Kilo Klamotten pro Jahr in den Müll. Das sind insgesamt rund 400.000 Tonnen Textilabfall. Und mittlerweile ist es ja auch echt easy, Sachen zu bestellen, obwohl man gar keine Kohle hat. Das richtige Geld liegt ja auf dem Bankaccount und gar nicht bei Klarna oder Google Pay oder so. Nee. 28% der Deutschen, die 2021 wegen ihrer Schulden eine Beratungsstelle aufgesucht haben, hatten Schulden durch Online-Shopping. Und wenn man da mal genauer drauf schaut, betrifft das vor allem 20- bis 24-Jährige und Frauen. Das geht unter anderem durch Buy Now, Pay Later. Kennt ihr sicherlich auch oder habt es schon mal selbst genutzt. Das kann man zum Beispiel mit Klarna oder PayPal machen. Und auf TikTok geht dazu auch ein krasser Trend ab. Klar, das ist zum Teil auch nur Spaß, aber ganz ehrlich, selbst wenn es nur Spaß ist, Schulden belasten immens und können das Privatleben krass beeinflussen. Das sieht man auch in den Kommentaren der TikToks. Bestimmt kann es auch helfen zu sehen, dass andere auch Schulden haben, aber warum verweist hier fast niemand auf eine Schuldnerberatung? Und solche TikToks normalisieren das eben ein Stück weit oder man lacht darüber? Besonders beliebt ist das spätere Bezahlen laut einer Studie mit 1000 Befragten aus Österreich und Deutschland bei den 18- bis 34-Jährigen. Mehr als 70% würden beim Kauf eine Finanzierung in Anspruch nehmen, um ein hochwertiges Produkt shoppen zu können. Wie kannst du dir das alles leisten? Bruder, frag nicht. Das gibt einem schon fast das Gefühl, als wäre es cool, Schulden zu haben. Und ganz ehrlich, das im Kombi mit Girlmath macht's ja nicht besser. Man rechnet sich Sachen schön, die man gekauft hat und im Zweifelsfall macht man sich dadurch auch noch Schulden. Im Jahr 2020 machte das Unternehmen Klarna umgerechnet ca. 1,1 Milliarden Euro Umsatz. Das Geschäftsmodell ist simpel und nicht neu, nur anders umgesetzt. Kaufst du auf Rechnung bei einem Online-Shop, bekommst du die Ware und kannst sie dir in Ruhe anschauen, ehe du auch nur einen Cent ausgegeben hast. Erstmal schön für dich, aber ein Risiko für den Händler, denn der muss erstmal auf sein Geld warten. Anbieter wie Klarna minimieren das Risiko für den Händler, denn die strecken das Geld vor. Du bezahlst es später an Klarna zurück. Das Marktforschungsinstitut Savanta hat eine Umfrage dazu gemacht. Mehr als die Hälfte der befragten 18- bis 34-Jährigen gaben an, die Buy Now, Pay Later Option zu nutzen. Ich finde den Trend auf TikTok extrem bedenklich. Als ich gerade einmal 17 Jahre alt war, bin ich selbst in diese Schuldenfalle reingetappt. Angefangen hat es irgendwie mit einem Oberteil für 30 Euro, nicht bezahlt und schnell waren es halt durch Mahngebühren 90 Euro. Man verliert einfach super schnell den Überblick und vor allem auch den Bezug zu Geld. Irgendwie ist dadurch nur noch eine Zahl auf dem Bildschirm. Sie haben gesagt, ich sei eine geschätzte Kundin. Jetzt schicken Sie mir Drohbriefe. Vor dem Verlieren des Finanzüberblicks warnt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Damals habe ich nicht daraus gelernt und bezahle heute noch meine Schulden ab. Und ganz ehrlich, viele in meinem Umfeld wissen das gar nicht, weil ich mich extrem lange dafür geschämt habe und mich das auch psychisch sehr belastet hat. Und das ist bei Schulden auch nicht unüblich. Klarna sagt auf ihrer Webseite dazu Folgendes. Wir sind jedoch über den Trend besorgt, bei dem junge Menschen ihre Klarna-Kontostände in Videos in den sozialen Medien zeigen und halten es für notwendig, eines klarzustellen. Wir haben kein Interesse daran, dass Menschen Kredit als laissez-fairen Trend betrachten und bewusst Schulden machen, weil sie in den sozialen Medien den Eindruck bekommen, dass es cool wäre, mit seinen offenen Zahlungen anzugeben. Von 2020 auf 2021 stiegen die monatlich per Klarna getätigten Einkäufe mit der Kreditkarte in Deutschland um 105%. Oh,
Que tu me fais tourner dans le vide, vide tour. Ich zitiere Klarna. Nein, Klarna spornt seine Kunden nicht an, mehr Geld auszugeben, sondern bietet den VerbraucherInnen ein reibungsloses Erlebnis des Einkaufens an, wenn sie sich zu einem Kauf entschlossen haben. Ah ja. Die Schuldnerberatung Wien beobachtet zunehmend Online-Käufe auf Rechnung, vor allem vor Weihnachten. Viele würden für das Fest einkaufen, das Konto werde aber erst einen Monat später belastet. Meist hat man danach aber auch nicht mehr Geld auf dem Konto, sagt Schuldnerberaterin Gudrun Steinmann. Wenn man seine Rechnungen nicht bezahlt, kann das krasse Folgen haben, wie eine Einschaltung von einem Inkassounternehmen. Die Kosten schießen da schon extrem in die Höhe. Und eine Gehalts- oder Kontopfändung. Das heißt im Endeffekt, dass du keinen Zugriff mehr auf dein Geld hast, das auf dem Konto ist oder du dein Gehalt nicht bekommst. Schufa-Einträge können entstehen, die das Leben krass erschweren können, wenn du zum Beispiel umziehen möchtest oder auch einfach nur einen neuen Handyvertrag brauchst. All in all finde ich den Girl-Math-Trend echt weird und ziemlich gefährlich. Das ganze Geldthema wird zum Teil so dargestellt, als wäre es ja nichts, obwohl das echte und reale Folgen haben kann. Ein Rat von mir, wenn ihr Schulden habt, auch wenn es nur ein paar hundert Euro sind, geht zur Schuldnerberatung as soon as possible. Schulden werden wöchentlich mehr, das könnt ihr mir glauben. Umso früher ihr handelt, umso schneller bekommt ihr auch die Sache in den Griff. Die Schuldnerberatung hat mir ans Herz gelegt, dass Sparziele helfen können. Setze dir Sparziele für Dinge, die für dich teuer sind, statt in Raten zu zahlen. Und das ist ein Skill, auf den kannst du immer zurückgreifen. Gleichzeitig hast du beim Kauf ein viel besseres Gefühl, weil du dir das Ganze selbst erarbeitet hast. Und um generell einen besseren Überblick zu behalten, kann es helfen, bar zu zahlen anstelle mit Karte. Ich kenne das auch von mir, dass ich oft zu faul bin, mir Essen einzupacken. Dabei kann man sich mit so einer Kleinigkeit echt viel Geld sparen. Was man aber natürlich auch nicht vergessen darf, jeder darf sich natürlich auch mal was gönnen. Safe. Aber ein viel besseres Gewissen hat man dabei, wenn man das mit Bedacht und Verantwortung macht. Und vielleicht hilft der Girl-Math-Trend ja, dass Frauen sich irgendwie wohler fühlen, über Finanzen zu reden. Es passiert ja selbst heute noch selten, dass das Thema von Frauen selbstbewusst in die Öffentlichkeit getragen wird. Vielleicht ist das ja der erste Schritt. Aber mal Hand aufs Herz, habt ihr die Girl-Math-Logik schon mal bei euch verwendet? Und danach vielleicht sogar auch schon mal bereut? Das würde mich interessieren. Lasst dazu gerne mal eure Gedanken in den Kommentaren. Ansonsten schaut gerne mal hier in dieses Video rein. Hier hat Valeria über das Bild von reichen Menschen in den Medien gesprochen. Und hier geht es darum, wie man sich vor Mobbing schützen kann. Danke fürs Einschalten, Glocke aktivieren nicht vergessen und lasst uns auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.